Hallihallo, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend, wertes Publikum. Herzlich willkommen bei Zock, unserem Gaming-Format in der Games Night. Und ich lege für euch heute eine weitere Runde aufs Parkett mit den Panzern in World of Tanks, und zwar mit den Panzern der Stufe 10. Wir hatten in letzter Zeit ziemlich viel harten Stahl aus amerikanischer Sicht. Wir hatten viele Heavy Tanks, ein paar TDs. Und heute kommen wir mal wieder zu einem mittleren Panzer, und zwar einem meiner persönlichen Lieblinge, der E50 Ausführung M. Das ist ein deutscher mittlerer Panzer mit ordentlich Frontpanzerung, mit ordentlich deutschem Stahl vorm Heck und einer Kanone, die laserpunktartig genau ihr Ziel findet. Hohe Genauigkeit, hohe Panzerung, viele Lebenspunkte, all das zeichnet den E50M aus. Ihr seht ihn hier bereits bei mir in der Garage. Er hat eigentlich dieselbe Form in etwa wie das, was man bereits vom Panther und Panther 2 her kennt. Relativ groß ist der mittlere Panzer, das heißt, man hat es nicht besonders einfach, dieses Gefährt irgendwo hinter Deckung zu verstecken. Aber er eignet sich hervorragend als Sniper aus der zweiten Linie zum Beginn des Gefechts, und im späteren Verlauf des Spieles kann man durchaus in den Infight gehen und vor allen Dingen die starken Rammfähigkeiten dieses Panzers nutzen, denn er bringt sehr viel Gewicht für den mittleren Panzer auf die Waage. Er hat eine sehr gute Panzerung frontal, und damit kann man gegnerische Medium-Tanks oder Light-Tanks hervorragend auf die Hörner nehmen. Ich selbst spiele ihn jetzt mit einer Lüftung, den Optics und dem Ansetzer, um sozusagen die Sniper-Abilities zu maximieren, um mein eigener Scout zu sein. Einen vertikalen Stabilisator könnte man eventuell einbauen, aber da die Kanone eh schon sehr, sehr genau ist, habe ich hier an dieser Stelle darauf verzichtet. Damit genug der Worte, lassen wir den Worten Taten folgen und werfen uns ins Gefecht. Und das erste Gefecht befindet sich auf Polargebiet. Gute Map. Für meinen Panzer jetzt vielleicht nicht die beste, die man kriegen kann, aber es ist eine Map, auf der ich sehr wohl agieren kann. Vom Matchmaking her sieht das Ganze sehr profitabel aus. Es gibt jeweils nur 3 Zehner auf jeder Seite. Es gibt keine Artillerie, die mich zermöbeln kann. Aber im gegnerischen Team haben wir mit einem Bedshed-Fahrer von 9TD einen absoluten Top-Clan-Spieler, der dann wahrscheinlich auch für sehr viel Stress sorgen wird hier im oberen Bereich in der Medium-Tank-Gasse. Und das ist genau auch die Position, die ich jetzt zu Beginn des Gefechts einnehmen werde. Obwohl man mit dem E50M tatsächlich auch in der Heavy-Tank-Gasse spielen kann oder sich hier oben erstmal oder da unten erstmal auf Snipen konzentrieren kann, möchte ich doch möglichst aggressiv mit meinem E50M zu Beginn des Gefechtes für mein Team einen Vorteil herausspielen. Ob das funktioniert, werden wir dann gleich sehen. Kleiner Nachteil bei dem Panzer hier ist ja die schwache Turmpanzerung, die er ja mit vielen deutschen Panzern gemeinsam hat. Anders als die russischen Modelle haben ja die deutschen Turmingenieure keinerlei Rundungen vorgesehen für ihre Modelle. Und demzufolge ist die Panzerung sehr flach, ohne Winkel und dementsprechend dann effektiv meist dünner, als es auf den Kollegen der russischen Seite üblich ist. Zum Beispiel. Oder der Chinesen. Okay, der Bedshed war bisher noch nicht offen. Das hat aber nichts zu sagen. Ich denke mal, er wird hier oben stehen. Das ist eigentlich so die Standardposition, die man mit dem Bedshed zu Beginn jeder Partie anfahren kann. Weil man von dieser Position da hinten hervorragend snipen kann. Ah, der erste Treffer vom Gegner ist schon mal an meiner Oberwanne gebounced. Und da haben wir den Bedshed. Hat sich ziemlich aggressiv sogar noch weiter vorne positioniert, als ich das prophezeit hatte. Wupp. Hohoho. Abpraller am Turm vom T-44. Ich könnte überlegen, ob ich mich jetzt da tatsächlich noch weiter vorwage. In diese kleine Kuhle zum Beispiel könnte ich sehr gut reinfahren. Problem an dieser kleinen Kuhle ist natürlich immer, es gibt kaum noch Rückzugsmöglichkeiten. Wenn man sich da einmal reinmanövriert hat, dann gibt es quasi kein Zurück mehr. Und das sind eigentlich Situationen, die ich gerne vermeiden möchte. Dass ich mich selbst mit einem mittleren Panzer irgendwo hin manövriere, wo ich im Notfall nicht mehr wegkomme. Das ist immer sehr unpraktisch, sagen wir es mal so. Oh ja, ja, der kriegt jetzt hier ordentlich Feuer, der Petten.
Jetzt haben sich die Panzer da hinten zum Snipen positioniert. Ja, T-44 spielt das tatsächlich ziemlich gut. Spielt hier seine Hulldown-Situation aus. Wobei er natürlich eigentlich wissen sollte, dass er mit seinem Turm gegen meine 270 Pen eigentlich nicht bestehen kann. Aber er deckt natürlich für sein Team fleißig auf. Also nochmal kann ich mich so, wie ihr gerade gesehen habt, nicht unbedingt zeigen. Der Gegner weiß jetzt halt genau, wo ich stehe. Und jedes Mal, wenn ich hier vorpieke, fange ich mir halt eine ein. Ah, das sollte ich wirklich sein lassen hier an der Stelle. Das ist so verlockend, diese Lorraine da zum Beispiel jetzt rauszunehmen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Okay, da hat gerade was geschossen. Ich werde mich jetzt von dieser Position nicht zurückziehen. Ich kann es einfach nicht, weil ich der Einzige bin, der hier diese Position hält. Und wenn die nördliche Flanke fällt, dann sieht es immer überhaupt nicht gut aus. Aber der Badshed, der gegnerische, der hat halt... Oh, jetzt hat er ordentlich gefressen. Das ist hervorragend für unser Team. Das ist sau wichtig, dass dieser starke Spieler möglichst sich nur noch aus dem Hintergrund agieren kann. Und jetzt bin ich hier tatsächlich der einzige Tank weit und breit. Hat er sich wieder zu weit vorgewagt, der T-44-100. Wird dafür von mir natürlich bestraft. Jetzt gehe ich erstmal wieder zu. Tu mal so, als ob ich von der Ecke wegfahre, um dann wieder nach vorne zu fahren. Versuche ich den T-44-100 nochmal zu so einem aggressiven Move zu verleiten. Genau so, wie er es jetzt gemacht hat. Und dann die Zeit nutzen, um ihn dann rauszusnipen. Auf kürzester Entfernung nennt man das dann wahrscheinlich nicht mehr snipen, sondern eher einfach nur eliminieren. Aber es klingt irgendwie lustiger. So, den E50 kriege ich von hier wahrscheinlich nicht ins Visier. Der Badshed macht mir natürlich noch Sorgen. Der ist hier oben noch irgendwo. Und ich alleine gegen den Badshed macht halt auch wenig Spaß. Wobei er relativ wenig HP nur noch hatte. Sodass ich eventuell sogar das Duell eingehen könnte. Aber ich weiß ja, dass da im Hintergrund noch mindestens zwei Gegner sind. Wahrscheinlich eher sogar drei. Und dementsprechend kann ich hier nicht zu aggressiv auf den Badshed rauffahren. Aber ich habe hier ein wunderschönes Wrack gefunden, hinter dem ich Deckung finde. Und die Kuhle hier. Gemeinsam ergibt das eine sehr, sehr schöne Deckung. Wow. Tiger 2, so strong. Ah, der Badshed hat leider den nächsten Panzer aus meinem Team rausgeschossen. Ich kann einfach nichts tun. Ha. Kann wirklich nicht mehr viel tun. Unten, das ist leider auch verloren. Das ist das, was ich noch tun kann. Ich kann versuchen, noch den Badshed rauszunehmen. Oh, Gun Depression, mangelhaft. Tja, das war's erstmal mit dieser Runde. Ich glaube, ich habe meinen Job vielleicht nicht ganz erfüllt. Ich habe zwar 3 Kills gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Damage das letztendlich waren. Ich habe meine Flanke eigentlich so lange, wie es ging, gehalten. Aber ich habe leider nicht dafür sorgen können, dass diese Flanke gewonnen wird. Ich konnte keinen Druck aufbauen. Der Badshed hatte hier eine sehr, sehr starke Position oben eingenommen, sodass es mir einfach nicht möglich war, meinen aggressiven Plan, den ich eigentlich am Anfang des Spiels hatte, in die Tat umzusetzen. Und war da lange, lange, lange an der Stelle gepinnt. Aber auf der Map gibt es halt leider auch nicht viel Auswahlmöglichkeiten. Es gibt einfach, wenn man einmal an diese Position gefahren ist, nicht mehr die Option, wirklich hintenrum in die Heavy-Tank-Gasse. Das ist halt bei Polargebieten ein bisschen problematisch. Die einzige Position, die man da vielleicht noch bespielen hätte können, wäre die Mitte gewesen. Aber jetzt haben wir eine Runde gesehen. Jetzt gucken wir uns mal den E50M im Vergleich zu seinen Konkurrenten auf der gleichen Stufe an und sehen, dass von der DPM der E50M leider nicht ganz mithalten kann mit den meisten anderen mittleren Panzern der Stufe 10. Dafür bringt er mit 270 Penetration die besten Werte aufs Papier. 390 Alpha-Schaden ist tatsächlich auch eine schöne Hausnummer. Die Gun-Handling-Stats sind sehr, sehr gut. Mit einer Aim-Time von 2 Sekunden und einer Genauigkeit von 0,29 gehört die Waffe zu den besten ihrer Klasse. Und auch die Gun Depression, obwohl es gerade eben nicht ganz so aussah, liegt mit 8 Grad durchaus im Bereich der Hulldown-Möglichkeiten.
Die Beweglichkeit ist trotz des extrem hohen Gewichts des Panzers, wie man sehr schön sieht, 62 Tonnen ist absolutes Maximum. Aber dank 1200 PS Motor bringt der Panzer ordentlich Beschleunigung und Beweglichkeit mit sich. Besser zumindest, als man das von den russischen Medium-Tanks kennt. Die Panzerung ist solide. Man kann sagen, solide. Ja. Sie ist gerade in der Frontplatte nicht schlecht. Allerdings hat er das Problem der deutschen Panzer, ich habe es bereits erwähnt, mit dem flachen Turm. Wir werfen mal einen Blick aufs 3D-Modell und sehen hier im Collision-Modell, die obere Frontplatte ist sehr, sehr gut mit 250 effektiver Panzerung und auch die untere Wanne ist tatsächlich bei den meisten Gegnern sogar noch besser, weil der Winkel einfach schlechter wird und kaum zu penetrieren von Gegnern niedrigerer Stufe. Aber hier, da kommt das Problem, 194 mm Frontpanzerung im Turm. Das ist tatsächlich so schlecht, dass sogar die 8er-Tanks euch problemlos durch den Turm ballern können. Das ist nicht besonders toll, vor allen Dingen bei anderen mittleren Panzern, den russischen zum Beispiel, ist man da ganz anderes gewohnt. Und der E50M eignet sich deshalb nicht unbedingt für Halldown-Spots, um da safe zu stehen, sondern eher für die Brawl-Situationen, für den extremen Fernkampf, wo der Turm dann ein sehr kleines Ziel abgibt, oder für den Nahkampf, wo der Gegner es sehr schwer hat, dann den Turm im Ziel zu behalten, wenn man wiggelt und waggelt und die obere Wanne dann eine sehr harte Nuss darstellt. Alles im allen, der E50M durchaus ein guter und gern gespielter mittlerer Panzer. Allerdings hat er seine Schwächen wie so viele andere deutsche Panzer. Und gerade die mangelhafte Turmpanzerung wird in einigen Situationen immer wieder zum Problemfall. Muss man sich dran gewöhnen? Kann man nichts dran ändern? Ich werfe mich in ein zweites Gefecht und gucke mal, ob wir hier eine bessere Runde aufs Parkett gelegt kriegen. Matchmaking sieht auf jeden Fall... Ja... Ja, das ist eine Herausforderung, ja, so kann man es jetzt durchaus nennen. Ich schaue mir mal die Teams an und sehe, dass im gegnerischen Team auch, sagen wir es mal so, ein paar Clans dabei sind, die man durchaus kennt, während bei mir im Team die meisten Spieler nicht mal einen Clan besitzen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es lässt dann halt schon leise Ahnungen in mir aufkommen. Sagen wir es mal so. Wir haben einen Badchat, die Gegner haben zwei Badchats. Ich werde versuchen, kommt man da überhaupt noch hoch? Ich hoffe. Ich werde versuchen, hier diesen mittleren Aufgang zu nehmen, um mich dann erstmal hier im Hufeisen an den Bergrand ran zu positionieren. Das ist eigentlich zu Beginn des Gefechts, wie ich finde, eine sehr, sehr angemessene Position für einen mittleren Panzer, von der man aus häufig ganz gute Shots einbringen kann. Wenn man sie denn trifft und wenn man sich hier nicht verfährt. Ah, war knapp. War knapp, hat funktioniert. Allerdings seht ihr das schon, da kommen relativ viele gegnerische Panzer direkt hier hoch in der Mitte. Ja. Hat er gut gespielt. Hat er gut gespielt. Ah, die russischen Medium-Tanks versuchen es da gleich tatsächlich volle Möhre. Aber so einfach nicht, meine Damen und Herren. So einfach geben wir uns hier nicht geschlagen. Diese Position darf man einfach nicht aufgeben. Oh! Wahnsinn, dass der mich da noch penetriert hat in dem Winkel. Ja, das war tatsächlich ein Traumschuss von ihm. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es gemacht. Ja, da war die obere Wanne tatsächlich noch im Weg. Gut, den Trade möchte ich eigentlich hier an der Stelle gar nicht mehr eingehen. Ich habe viel zu wenig HP. Nur no. Jetzt hat es sogar noch ein E5 hier hoch geschafft. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kriminell an der Stelle. Aber das Objekt 140 wurde getrackt. Ich werde es mal gleich nochmal tracken. Dann kommt der da nicht mehr weg. Unsere Arti hat da einen sehr, sehr netten Treffer gelandet. Und der. Oh, wow. Jetzt hat er sich tatsächlich noch repariert. Ich fasse es nicht. Das ist natürlich übel, dass der da jetzt nochmal weggekommen ist. Aber die gegnerischen Panzer haben da sehr, sehr viel gefressen. Ah, schön, die obere Frontplatte vom E. Hält halt doch tatsächlich einiges aus, die obere Frontplatte, gerade wenn sie angewinkelt ist. Ah, das wird nichts. Der E5 hat da eine sehr, sehr starke Position. Ich hoffe eigentlich, dass unsere Artillerie da mal reinlunst.
Ich werde ihn da jetzt mal festhalten. Oder ich werde ihn versuchen festzuhalten. Eieiei, Heat. Da höre ich es doch schon wieder zischen. Ah, da ist schon wieder jede Menge Premium-Munition unterwegs hier. Na, kommst du noch mal gucken? Wow, unser Team legt gerade von hinten um den Zufeisen richtig los. Ja, mir fällt einfach nichts Besseres ein, was ich gegen den E5 da machen kann. Außer ihn da immer wieder zu tracken. Ah, jetzt hat er geschossen und hat mich nicht getroffen oder nicht penetriert. Das heißt, ich kann mir jetzt mal hier... Oh, da... Ich wollte mir eigentlich einen Schuss auf seine untere Wanne gönnen, hat aber leider nicht gereicht. Na komm mal ran auf den Meter-Objekt 007. Das ist aber Trauer. Leider hat das Objekt 907 eine sehr, sehr merkwürdige Panzerung. Alles klar. Objekt 907, not bad. Wow, High Roll, Your Highness. Da habe ich immer schöne 440er Kelle ins Gesicht gedrückt. Der Sapperlot leckst mir doch am Arsch, 907er, ey. Was haben sie mit dem Ding bloß gemacht? Es ist unglaublich, was an dieser Frontplatte einfach teilweise nicht durchgeht. Obwohl die von den Werten her tatsächlich nicht besonders stark ist. Es ist halt eine russische... Ach ja, da hätte ich mal zielen sollen. Es ist und bleibt halt eine russische Frontplatte. Ey, ohne Witz. Es ist halt einfach... Es ist halt einfach nicht mehr lustig, Leute. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Naja, mag sein, ja, dass ich an dieser Stelle nicht den richtigen Spot finde, um ihn da zu treffen. Ja, dass ich vielleicht hier und da nicht so optimal getroffen habe. Aber was ist denn das für ein Panzer? Ja, das ist 907, Leute, merkt es euch. 907. Naja. Aufgabe erfüllt. Match gewonnen, Stahlwand kassiert. Ich finde, ich habe die Gegner da an der Position sehr, sehr gut in Schach gehalten. Konnte da tatsächlich dafür sorgen, dass die gegnerischen Panzer da nicht durchbrechen konnten und sie die Position nicht halten konnten an der Stelle. Aber gerade das 907er, wie ihr gesehen habt, hat mir dann doch erhebliche Probleme gemacht. Das ist halt das Problem. Ja, wenn man einmal Mr. E-Sport wird, dann verlernt man das Zocken. So ist das. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich bin einfach nicht mehr so. So. Nächste Runde. Wir haben noch 5 Minuten 52. Sprich, ich werde mich jetzt zu einem etwas aggressiveren Spielstil hinreißen lassen müssen. Oh, wir haben einen von Fame dabei. GG. Wir haben Fame. Für all die Leute, die jetzt nicht wissen, warum ich mich hier so freue. Fame ist in World of Tanks mit großem Abstand meiner Meinung nach der beste Clan, den es gibt, weltweit. Fast sämtliche Profispieler aus der europäischen Szene kommen tatsächlich aus diesem Clan. Und demzufolge bin ich hundertprozentig sicher, dass der junge Mann da unten in seinem Jagdpanzer E100 ganz genau weiß, was er tut und dementsprechend hier für ordentlich Bums sorgen wird. Und das freut mich dann. Ja. So, hier 30. Ich überlege gerade, was wird mir hier entgegenkommen. Ja, es gibt schon ein paar heftige Panzer hier an der Stelle. Ja, ja, Grummel, Grummel, bleib aggressiv. Du hattest einen Plan. Und der Plan wird jetzt in die Tat umgesetzt. So. Bis hierhin haben wir es schon mal geschafft. Alles klar. Lustig ist, dass der andere E50M scheinbar auch einen sehr aggressiven Plan hatte. War gerade offen. Ich denke mal, das war vom IS-7. Ich persönlich werde mich jetzt mal hier mit dem Typ 5 schwer verbünden.
Um mal jetzt zu gucken, vielleicht kriegen wir da einen Schuss nach oben raus. Ja. 3,49 noch. Kommt das Objekt, kommt jetzt da, glaube ich, gleich raus. Ich habe ihn tatsächlich getrackt bekommen, aber er hat schon wieder mit Heat geschossen. Vielleicht sollte man überlegen, ob man Premium-Munition nicht doch ein bisschen teurer wieder macht. The amount of heat is just too much. Ja. Von hinten in die Kuperze. Das wird jetzt richtig lecker geben. Jawohl. Na, hast vergessen abzuwischen, mein Kleiner, was? Hast du vergessen abzuwischen? Ich weiß nicht, ob der T-57 Heavy noch im Reload ist, aber ich gönne mir mal einen Treffer auf ihn. Unbedingt den T-57 Heavy, wollte ich gerade sagen, rausnehmen. Oh, da hat er sich, hat er da da verschossen. Oh, ich auch. Eieieiei. Schön in die unteren Ketten, wo man natürlich Zero Damage macht. Na komm. Komm her, mein Großer. 164 Schaden beim Rammen und getrackt. So sieht's halt aus, E-50M, mein Freund. Und dann ist er halt raus. Wir haben noch 2 Minuten, höre ich gerade aus der Regie. Das heißt, ich muss jetzt noch aggressiver hier rauf auf die Gegner, die sich mir hier anbieten. 5:4 der Spielstand. Ich könnte auch tatsächlich vielleicht zurück in die eigene Basis, um zu versuchen, da den Cap zu verhindern. Oder aber wegen Porto. Umrundet, mein kleiner Freund. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass mir mein Kollege hilft. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich versuche mich hier... Ha, scheiße! Ah. Passt aber zeitlich sehr gut. Ja, guter Move an der Stelle. Guter Move an der Stelle. Leider den Turm vom Panzerkampfwagen 7, damit APCR nicht penetriert. Wäre wieder so ein Augenblick gewesen, wo Heat tatsächlich wahre Wunder gewirkt hätte. Aber trotz unendlicher Krediteinnahmen bin ich einfach nicht so wirklich gewillt, ja, mit Heat um mich zu ballern, als ob es keinen Morgen gibt. Aber die Runde sieht ja sehr gut aus. Von daher waren das 2 zumindest gewonnene Runden am Ende des Tages. Ob sie erfolgreich waren, ja, könnt ihr beurteilen. Müsst ihr aber auch nicht, ihr könnt es auch einfach genießen. Also, der E-50M, Leute, das ist der Stufe 10 mittlere Panzer der Deutschen. Den können wir hier nochmal im Tech-Tree uns angucken. Der Weg führt selbstverständlich über die Pantherlinie, den E-50, hin zum E-50M. Ein wahres Prachtexemplar für die Liebhaber der deutschen Panzerkunde. Alle anderen werden ihn verfluchen, ob der niedrigen DPM und der schlechten Turmpanzerung. Ich persönlich finde ihn ziemlich knorke. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, euch hat's gefallen. Dann schaltet bitte nächstes Mal wieder ein, wenn es hier weitergeht mit World of Tanks X. Macht's gut. Bis dann.